Teleportieren, wo soll ich denn hin? Zur oberen Ebene teleportieren. Haben jetzt hier das doch vorne. Scheiße, was ist alles umsonst? Ich ließ einfach einen Blender einwerfen und durchrennen. Ja, so viel dazu. Muss ich gegen zwei von denen kämpfen, ist ja perfekt. Jo. Was auch sonst. Weil das so spaßige Gegner sind. Ja, seit ich keine Prothese habe, werdet ihr alle sterben. Tausend Schaden. Absolut Hammer. Oh mein Gott, so schnell kannst du doch nicht buffen. Keine Chance, nicht dagegen anzukommen. Selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, einen aus dem Ding rausboxen würde. Würde das dem anderen nichts bringen. Ja, wenn ich es mal nicht gleichzeitig mal machen. Habe ich eine Chance. Ja. 5k Schaden heißt man nicht eben. Geht einfach nicht. Schon gar nicht, wenn dein Supporter nicht schnell genug buffen kann. Oh. Okay. Nun, das hat funktioniert. Der Typ hier hält ja nicht viel aus. Mist, der hat großen Support am Start. Was? Ich soll jetzt einen scheiß Marder und den Typen platt machen? Alter, nee. Das war schon beim ersten Mal so unnötig aufwendig. Oh, Bandtech, jawohl. Um auch noch nerviger zu sein. Ich hoffe einfach, dass Fang das alleine klären kann. Okay, nein, kann sie nicht. Wird sie nicht können. Okay, er bannt gerade nur. Das würde ich natürlich zum Angreifen nutzen. Schon mal ein bisschen seinen Schock hochtreiben. Dann kann sich Fang jedenfalls alleine kümmern. Oh nein, zu wehtun. Schnell heilen, wo unser Helm ist. Ja. Sehe ich auch so. Absolut Hammer. So, darf ich wieder weitermachen? Seth, könntest du ja bitte mal was gegen das Depotest machen? Deine Leute sterben gerade. Ah, jetzt fällt's mir ein. So, Feng hat den Typen gleich erledigt. Okay, sehr schön. Dann wäre schon mal das erste Übel ausgelöscht. Jetzt kann ich sogar wieder für ein bisschen Angriff geben. Cool. Darf ich auch mal wieder. Eieiei. Die Kämpfe sind nur da, um mich abzufacken. Hundertprozentig. Aber die Schwierigkeit ist auf einmal ganz schön gespiked, ne? Also. Das, was ich erst nach unten besiegt habe und das, was ich jetzt mehr besiegen muss. Das sitzt schon. Das ist schon ziemlich heftig. Vielleicht bin ich einfach doch nicht ready. Oh Gott, das wird. Oh, wir haben auch gar keinen Hass mehr. Oh, wenn das so ist. So, ist einmal bitte voll tanken. Oh, nee, haben wir doch. Kann ich auch weitermachen. Und der Typ auch mal drauf geht. Ach, na klar. Das killt mich ja nur fast. Nichts Besonderes.
Yay, das ist absolut ineffektiv. Oh, jetzt haben wir einen Shot. Da muss Schaden kommen, Freunde. Ja, okay, der wird auf jeden Fall in eine Schockphase runtergehen. Buffs sind noch alle da, zumindest jetzt die wichtigsten. Ja, guck mal. Fang rastet komplett aus. 39k pro Schlag. Geht gut. Nice. Puh. Okay. Noch so ein scheiß Marder. In Kombination mit den Pennern. Habe ich irgendeine Wahl oder kann ich ihm gehen? Ja, los, komm näher. Trau dich. Komm zu mir. Nee, ich muss dagegen die alle gleichzeitig kämpfen. Wie dämlich ist das denn? Ich kann mir wohl hier an ihm kein präventiver Point. Nee, es ist eine Gruppe. Und der Typ macht den Gang dicht. Fick dich, Penner. Ich könnte auch noch ein bisschen weiter gegen die kämpfen, um noch ein paar KP abzufarmen, aber das Ding ist, ich habe die wichtigsten Werte ja eigentlich schon voll. Von daher macht es halt keinen Sinn, das zu tun. Oh, ich ist aufgegangen. Mein Team wird nicht stärker. Zumindest nicht mehr sehr viel. Es würde nur noch Sinn machen, wenn es richtig viele KP geben würde, um die Passivrollen, die Subrollen noch im Bussen hochzutreiben, aber so ist das verschwendet. Oh. Direkt der nächste Bosskampf. Was geht ab? Oh nein. Dieses Mistvieh gibt mir Albträume. Das Vieh wird mich richtig böse ficken. Ja. 2,6 pro Schlag, ihr habt gesehen. Das wird den ganzen Kampf so durchziehen. Oh. Und ich werde während ich heile, ist Fang tot. Ja, das war zu erwarten. Oh, kommt sogar direkt der Protestzauber. Gott sei Dank. Achso, das Vieh kann sogar die Proteste zaubern und auch sonst meine Hast abziehen. Tja, da kann ich ja nur hoffen, dass Fang mit dem bisschen rauskommt, was er gerade bekommen hat. 107%. Der wird zwar gut. So, ich muss mal kurz für ein bisschen Action sorgen. Dass der Schock ein bisschen hoch geht. Okay, holy fuck. Ah, das was ich habe, das reicht erstmal. Die wichtigsten Buffs sind da. Jeder hat Hals, jeder hat Protees. Oh, Ausmerzung. Nett. Oh, was? Ja, 8300 Schaden. Kann sich was gegen machen, auf jeden Fall. Das kann keiner tanken oder so, außer Snow. Und den will ich gerade einfach nicht benutzen. Ich finde mein Team gut, wie es ist. Ich habe alles, was ich brauche, um den Kampf zu gewinnen. Aber gegen 8-3 machst du eben nichts mehr. Also nächstes Mal Ausmerzung, voll defensiv gehen, das hat ja keinen Sinn. So viel Schaden wieder einfach auspackt. Ich kann auch direkt zum Heiler-Ding wechseln. Ja. So viel Schaden wie er einfach auspackt. Achso, nee, ich bin sogar am anderen Ding drin, wo ich gar nicht hin wollte. Oh gut, dann kann ich auch kurz angreifen. Die Ausmerzung ist schon ziemlich böse. Okay, buffen wir eben nochmal alles. Hauptsache der Schock ging jetzt ein bisschen hoch. Damit Fang was zu arbeiten hat. 12%, naja. Besser ist gar nichts. Und er muss ja uns immerhin noch debuffen. Das ist schon mal ein großer Vorteil.
solange er uns debuffen muss. Wollen das auf jeden Fall auch ein bisschen aufhalten von ein paar Runden. Ach so, das ist irgendwie auch instant tot oder so. Kein Plan, was das soll. Los, greif an. Also wenn wir nie die Ausmerzung einmal trifft, ist sozusagen komplett zu Ende. Nett. Das ist sehr liebenswürdiger Gegner auf jeden Fall. Da kann ich ja nur hoffen, dass ich ihn schnell genug töten kann. Dann mache ich einfach mal den hier. Ich habe mich gerade um den Tod gecheatet. Das hat mich sonst auf jeden Fall gekillt. Ja, das hat uns nichts geholfen. Da musste ich aber auch sowas so schnell reagieren. Er hat zugeschlagen und genau in dem Moment habe ich erst so beschworen. Okay, bin ich auch noch im Heiler? Okay, sehr schön. Ich hoffe, er greift jetzt nicht Vanille an. Nee, okay, er scheint sich schon um den zu kümmern. Boah. Ich werde wahrscheinlich nicht mal irgendwie den Metamorph benutzen, sondern ich will einfach nur ein bisschen Schock hochtreiben. Noch ein bisschen so Schaden machen. Boah, er hat gerade die Espa gekillt. So, jetzt aber hier alles raus. Da muss Schaden kommen, Freunde. So, ein ordentlicher Angriff noch. Geht doch. Zeitvorgabe für 15. Wow. Der erste Kampf ist lang, wo ich mal wieder schneller bin als der Gegner. Hatten wir schon lange nicht mehr. Die Taktik hat auf jeden Fall funktioniert. Damn, son. Den Tod gecheatet. Wäre ich das schief gewesen, wäre ich auf jeden Fall pissed gewesen. So, und was jetzt? Sind wir ja bald mal fertig. Ah, da vorne kommt eine große Plattform. Das heißt, es muss soweit sein. TP, Magie ist ja alles auch gar nicht mal so ausgebaut. Noch ein paar Pünktchen zum Stehlen. Bei dir noch irgendwas. Ach, das ist alles sinnlos hier mit ihm. Ach, er ist noch nicht mal hier unten maxed. Ist ja auch schön. So klasse. Oh, ist eine wichtige Fähigkeit, die Kampfextase. Auch einfach nie freigeschalten. So, Angriffspunkte hat sie sowieso alles. Gibt eben noch ein paar TP-Punkte. Damit sie im Zweifelsfall auch irgendwas überlebt. So, nice. Speichern und dann geht's weiter. Scheiße, Mann. Ich bin echt schon fucking lange hier drin. Bin schon 36 Stunden. Keine Story und kein gar nichts. Einfach nur lauf los, kämpf, mach weiter. Okay, das ist echt noch weiter. Ich muss doch bald mal irgendwo da sein. Was ist denn das jetzt? Das ist die seltsamste Halle, die ich je gesehen habe. Was ist mein Auftrag? Ich soll da runter gehen. Schön. Achso, nee, hoch. Es geht nach oben. Oh, so ein paar Items. Hier jetzt Engelskrone. Nee, 3000. Ist das denn scheiß Ernst? Derselbe geht dann nochmal. Aber jetzt mit Unterstützung von dem Typen da.
Ich muss anscheinend, so wie es aussieht. Ja, es ist genau derselbe Kampf nochmal. Nur in nochmal nerviger. Ja, okay, ich hätte reinkämpfen wollen. Das war gerade noch ein Bossgegner, der mal eben jetzt noch Support von Sunnen bekommen hat, der selber Unmengen Schaden austeilen kann und meine Buffs entfernen kann. Warum sollte ich dagegen kämpfen wollen? Das ist sowas so ein ungeil. So, hier kann ich jetzt nur versuchen, irgendwie den Ladislaus zu stellen und dich runterzudrücken und zu hoffen, dass er keine Scheiße macht. So, hier komm, let's go. Ausmerzung, Instant Hold. Wollte gleich weiter versuchen. Ah, RIP. War ja ganz lustig, mal für 2 Sekunden ein bisschen Schaden zu machen. Und weiter geht der Spaß. Der fällt doch mal Gatton Share beschwören. Oh, kann ich gar nicht. Auch gut. Los, heilen, heilen, heilen. Oh Gott. Pure ATB-Verschwendung. So, Sales, komm wieder. Wir brauchen dich noch. Oh, Ausmerzung gegen Fang. Das dürfte ungünstig werden. Oh, nee, da bin ich selber gestorben. Auch geil. Oh, 10.000 Schaden. Hammer. Absolut Hammer. Wenn ich vielleicht mit dem Angriffsding starte. Vielleicht kann ich damit irgendwas bewirken. Ist doch scheiße. Ja, ich warte nur, bis er es jetzt gegeben, das Allernötigste gegeben hat. Aber ich glaube, es war schon wieder zu spät. Es war nicht mal mehr das Allernötigste, sondern einfach nur noch irgendwas. Da kommt schon die erste Ausmerzung. Wen wird's treffen? So, mich nicht wundern, wenn der Kampf hätte so gestaltet werden sollen, dass der Soldatentyp gegen den Vladislaus, den Siegler, kämpfen soll, aber das Spiel einfach verbuggt ist oder so. Das wäre sowas so fucking lustig. Sanktion, na klar. Ist aber auch echt abnormal hoch bei ihm. So, wie hoch haben wir die Fleißlaus jetzt schon? 24. Mann, hör doch auf zu heilen, sind das. Da, Engel. Er ist wieder da und auch schon fast wieder tot. Alter, Falter. So, wichtigstes drauf, los, weiter geht's. Okay, 128 haben wir jetzt. Oh oh. Ich hab den Angriff überlebt und dann kommt dieser blöde Wichser da an und killt mich einfach. Ja, wie ist das denn vorgesehen zu gewinnen? Weil an dem vorbeilaufen ist ja offensichtlich nicht möglich. Die sind ja angewurzelt. Ich kann keine Debuffs, keine Dingsbuffs einwerfen, es sei denn, ich fange damit an. Ich starte ja damit einen Tast.
Wenn ich mit Hass starte, können sich ja theoretisch schon mal die Buff-Zeit ein bisschen verkürzen. So, jetzt muss ich schon wechseln. Also viel gebufft habe ich jetzt natürlich ja nicht. Okay, zu meiner Protee ist eigentlich schon ganz gut. Das liegt daran, weil wir jetzt vor allem Schaden auf dem Feld brauchen. Der Typ muss krepieren, so schnell wie es irgendwie geht. Ja, das war zu erwarten. Komm zurück, Fang. Wir brauchen dich noch. So, ich lasse es erstmal kurz komplett seinen Job machen. Oh, sogar Ballung gibt es diesmal. Eigentlich wäre es jetzt wichtiger, dass Fang Courage bekommt, aber okay. Das ist wohl zuerst gerade nicht so viel wichtig. Warum auch? Das wäre auch sinnlos und eine gute Strategie. Alter Falter. Was zum Fick? Mann, mehr als heilen kann ich doch auch nicht. Lächerlich der Kampf. Einfach nur lächerlich. Oh, und da kommt direkt die nächste Ausmerzung. Oh, ich habe ihn unter die Hälfte gebracht, aber ich kann einfach nicht genug Schaden aufbauen. Ich kann es einfach nicht. Ich müsste vielleicht nochmal mit der Espa ankommen oder so. Aber das ist ja. Hier rein mit dem Eternikum, rein mit dem Vitalisator. Und voller Angriff. Damit dieser dämliche Penner von Anfang an schon ein bisschen mehr Schaden frisst. Ja, mehr ist das Wurz nicht. Ja, was ist falsch gelaufen? Dass der Typ mich einfach innerhalb von Sekunden kaputt metzelt. Das ist falsch gelaufen, Spiel.